Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm OP, und ich begrüße euch recht herzlich zu Assassin's Creed 3. Ganz genau, wir sind hier gerade in Boston mit Haytham Kenway und ja, sind hier mit Charles Lee unterwegs. Der steht da hinten bei den Pferden am Gasthaus. The Green Dragon heißt es, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Egal. Wir versuchen unsere Kollegen hier zusammen zu trommeln, unsere Freunde. Diese Seite hole ich mir jetzt nicht. Auch gebe ich einen Shit, ganz ehrlich. Und, aber wir suchen jetzt erstmal eine Herberge. Und das ist hier diese hier, The Green Dragon, glaube ich, hieß es, ja. Irgendwie sowas. Und dann gehen wir mal rein, ne? Tür öffnen. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Ruhe ist extrem wichtig. Das muss man wohl sagen. So, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Können wir mit dem nochmal reden? Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Sollte nicht mehr lange dauern. Alles klar. Charles, wir brechen auf. Bleibt jetzt da stehen? Egal. Geht runter. Aber wir sehen ja eindeutig, dass die Stimme von Haytham ist ja die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig, meine ich, ne? Von dem aktuellen James Bond. Da
Da ist er schon, Thomas Hickey. Wie geht's dir? Gehen mal ein bisschen schneller. Johnsons Botengang. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. War auch keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Hab ich doch gerade. Kurz plündern. Die feine englische Art, ne? Kann ich hier nicht hoch? Damit hätten wir den ersten schon mal gekillt. Und die anderen auch. So viel zum Überraschungsmoment. Das ist mir sowas von egal. Meine Güte. Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Das ist eine verdammt gute Idee. Ganz genau. Nein. Ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass sie das am Ende noch gedacht haben. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. Ja, ich plündere nur so lange ein bisschen noch. So, reicht. Holen wir uns die Dokumente. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Ich kriege ihn von hier! Boah, Junge. Ist der... Meine Güte, sind die schlecht. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun... Diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus.
Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Tham. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Moment, mein Freund. Sehr gut. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Oh Gott. Thomas! Was? Da drüben, da ist was! Erledigt sie! Ich da drüben! Meine Güte, ist der schlechte. Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? Das ist immer ein bisschen nervig mit dem Nachladen, weil es auch relativ lange dauert. Aber gut, was soll man machen? Da sieht hier doch auch wieder danach aus, dass hier gleich wieder Leute kommen. Habe ich auch nicht getroffen, ey. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messer. Nichts Besonderes. Habe ich doch nicht gemeint. Aha. Charles, du bist wieder richtig lustig. Wie lange müssen wir... Bleibt ihr denn da stehen? Geht ihr weiter? Danke. Vielen Dank. Meine Güte, meine Güte. Was macht denn Charles da? Charles! Kannst du nicht mehr gerade ausgehen oder was? Hast du zu viel gesoffen oder was? War ja klar. Freunde. Die Reichweite ist erbärmlich, Freunde. Nachladen. Sehr schön. So, jetzt haben wir keine Munition mehr. Jetzt Nahkampf. Das war dann wohl der letzte. Kurz noch hochgehen. Kurz plündern.
Ja. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein.